Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Waschbären. Hallo Amy. Ich bewerbe mich für Next Up 2012. Who's that girl? Ich bin 24 Jahre alt, wohne in Berlin, bin junge Mutter und leicht verrückt. So ein bisschen. So. Seitdem Amy ein Kind aufgegessen und wieder ausgekotzt hat, macht sie Mutti-Vlogs. Diese sind mit sehr viel Liebe und sehr viel Detail ausgestattet. Eine meiner Freundinnen hat mich gefragt, ob mich das sexuell erregt, wenn das Kind von meinen Brüsten trinkt, und nein, das tut es nicht. Obwohl ich in einem Zimmer mit meinem Klo war, habe ich auf dem Weg zum Klo eine Wehe gehabt, auf dem Klo eine Wehe und auf dem Weg zurück vom Klo auch eine Wehe, und es kam nicht wirklich was raus. Ich dachte mir, boah, ich platze, ich muss pinkeln, ich muss kacken, verdammt, aber ich konnte einfach nicht. Da. Wenn es dann soweit ist, dann, ja, es kommt während der Geburt alles raus. In Amys Herzen wohnt ein kleiner Öko-Hippie. Darum zeigt sie uns vegane Produkte und recycelt ihre Umwelt. Ich kaufe normalerweise nichts von Max Factor. Wie sieht das aus? Richtig, das sieht scheiße aus. Wenn ihr schon alles an Tieren testen müsst, dann bringt wenigstens Qualität raus und nicht so einen Scheiß. Buh. Okay, eigentlich ist es vegan. Für mich wie ein Mann. Natürlich bin ich leicht narzisstisch veranlagt und habe eine Persönlichkeitsstörung, sonst wäre ich nicht auf YouTube. Wenn ihr mich anschaut in der U-Bahn, wie ein bekanntes Tier, eure Perspektive ist nicht das, was ich will. Ich beiße zu, ich habe Krallen, ich lass mir nichts von euch gefallen. Die Haut bemalt mit Farbe, die auch leicht meine Generation außen hat und innen weiß. Du willst diese Visage wiedersehen? Dann vote! Jetzt! Zeiten ändern sich. Und auch der Inhalt meines Kanals wird sich ändern. Ich weiß, dass ich mir ein Leben ohne YouTube nicht mehr vorstellen kann. Ich liebe YouTube. Ich liebe die Community und natürlich sehe ich die Community gerne wachsen. Ich möchte professioneller werden, möchte bessere Inhalte liefern, möchte alles anschaulicher gestalten und für den Zuschauer bestmöglich kreieren. Ich werde mich jetzt Jahr für Jahr bewerben und irgendwann in den nächsten 60, 70 Jahren bin ich garantiert dabei. Ja? So, das ist Bewerbung Nummer 1. Ich sehe das als Investition in die Zukunft. Ich weiß, ich bin verbesserungsfähig und ich bin willig zu wachsen in allen Bereichen. Ohne YouTube geht es bei mir nicht mehr.